Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Frostpunk, die Flüchtlinge. Und unsere Stadt schaut mittlerweile weniger aus wie Steampunk, sondern schon fast mehr wie eine Cyberpunk-Stadt. So nachts, so beleuchtet. Wenn bloß noch so Neon-Reklame-Schilder und so, dann könnte schon fast der Cyberpunk durchgehen. Aber gut, ich würde sagen, wir sind stehen geblieben dabei, nicht unterzugehen. Ja, ich weiß, ich habe mich äußerst präzise ausgedrückt. Damit mache ich schon mal nichts verkehrt mit der Aussage. Das kann ich für jede Folge heften. Wir sollten jetzt bloß noch einen Tag lang Anführer bleiben, ja? Und das für 3 Tage lang. Ja, also mindestens einen Tag lang, ne? Passt. Sollten wir hinbekommen. Sieht nämlich gut aus. Okay, es sind gerade unglaublich viele Behandlungen, aber ich glaube, an Krankenhäusern sollte es nicht mangeln. Und, ich sehe schon, komm, wir spielen mal ein paar Minuten und das Spiel ist vorbei. Das hätte ich letztes Mal in die Aufnahme noch reinknallen können, alles. Hier haben wir im Notfall noch was zu drücken. Dong? Was ist Dong? Wir könnten mal bei unseren Krankenhäusern das Futter erhöhen. Hier können wir es mal machen. Ja, warm genug ist es ja. Daran soll es nicht liegen. So. Dann schauen wir mal. Heute wird ein guter Tag. Ich kann es spüren. Speisehaus-Wärmedämmung. Yay. Was haben wir denn sonst noch so? Oh, es wird kälter. Es wird kälter. Ich glaube, er hat recht. müssen wir gleich mal gucken. Wärmedämmung im Gesundheitswesen. Das ist gar keine so schlechte Idee. Jupp, mach mal. So, es wird kälter, ja? Ich glaube, wir können eine Stufe hochgehen. Der Generator kann auch hochgehen. Kabäm. Kabäm. Oh, und trotzdem hält es noch gut hin. Sehr schön. Allmächtiger, ich will nicht erfrieren. Wenn jeder Mensch nicht sterben würde, nur weil er es nicht will, ich glaube, dann hätten wir ganz andere Probleme. Klassenkonflikt gelöst. Du hast es geschafft. Die sozialen Unruhen sind eingedämmt. Wir sind auf einem guten Weg, die Feindschaft zwischen unseren Einwohnern und den Lords zu beenden. Und das ist jetzt gut, ja? Verstehe ich das richtig? Ja, gut. Es wird nochmal kälter, das ist mir bewusst. Ja gut, wir könnten das auf jeden Fall mit dem Heizen noch wunderbar hinbekommen, auch bei noch einer Kälterstufe, wenn wir die Häuser verbessern. Klassenkonflikt. Wir sind alle gleich, nur ich bin gleicher, dass ihr euch das schon mal merkt. Wir haben alle in unsere Stadt gelassen und mit dem Aufbau... in unsere Stadt gelassen und mit dem Aufbau einer Welt begonnen, in der die Menschen nicht nach ihrer sozialen Klasse, sondern nach ihren Taten beurteilt werden. Wir hoffen, dass die Erinnerung an die Feindseligkeiten zwischen unseren Einwohnern bald verblasst. Zum ersten Mal haben wir die Möglichkeit, wirklich zusammenzustehen. Gut gemacht. Wir haben es echt durchgespielt, ne? Wir haben dafür eine extra Folge. Die Vereinigung. Ja, also, das wusste ich echt noch nicht. Das wusste ich ja nicht, dass es so schnell geht. Ich habe 3 Tage gelesen und dachte mir, boah. Ja, wird eine kurze Folge. Ein langer Pfad von Flüchtlingen. Pilger auf dem Weg zu einem gestohlenen Zuhause. Man darf nicht vergessen, wir sind alle Flüchtlinge. Es gehört ja niemandem, die Arktis hier. Wir kämpften hart, um neu anzufangen. Ja? Dann kamen die Lords. Wir hofften, es könnte funktionieren. Und leider tat es das. Probleme eskalierten. Öffentliche Buße, Verdammung von Ungläubigen, wachsame Lebenshüter? Was? Glaubenshüter? Irgendwas in der Richtung. Aber wir gaben nicht nach. Wir stellten den Frieden wieder her. Und drehten die Musik auf. Boah, das muss ich nachher wieder leiser drehen, im Nachhinein. Sonst haut euch die Ohren raus, wie mir. Wir versuchen zusammenzuhalten. Die Fehler der Vergangenheit. Bla 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 bla. Wenigsten können wir hoffen. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
Danke, der Fluchtsalat hat gut geschmeckt. Ja, das war's und ich glaube, weiteres Szenario gibt's nicht, das kommt erst noch. Genau, es ist nämlich erst bald erhältlich. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass wir ein neues Zuhause irgendwann auf Schwertück spielen können, aber ich warte noch auf das neue Szenario. Ich würde mal grob sagen, da es jetzt demnächst zeitlich bei mir sowieso knapp wird und ich mich noch an einige Pläne halten muss, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause, sowohl mit Frostpunk als auch erstmal mit dem zweiten Projekt, was hier ist. Jetzt kommt erstmal eine Weile lang nur ein Projekt täglich. Und ich würde sagen, wir machen mit Frostpunk weiter, sobald es das neue Szenario gibt. Ich glaube, das klingt nach einem Plan, ne? Und sobald wir das letzte Szenario durchgespielt haben, können wir uns dann nochmal irgendwann bei Zeiten an ein neues Zuhause ranwagen. Auf schwer. Das ist gar keine so schlechte Idee, würde ich sagen. Ja, und das war's schon. Ich bedanke mich soweit fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, ja, wenn es mit Let's Play Frostpunk weitergeht. Oder bei anderen Projekten, je nachdem, was ihr gerne bei mir schauen wollt. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.